Dickerchen. Wir fahren erstmal nach Bremen, Dickerchen. Fico suchen. Sa. Aber richtig Tam Sar, ha. Der ist richtig elf. Zeigen wir, was hier richtig los ist, Digga. Digga, hier unser Zimmer ist da. 205, mal auf das Ding. Mal auf das Brett. Ah, Zauber, Zauber. Ah. Ah, ja. Luxus, da. Was ist das, ja? Bremen Doppelbett, Land. Sa. Über VIP, ja. Guck mal hier mit Kaffeemaschine. Eine. Sa, aber musst du bezahlen. Können wir morgens machen. Eine. Beste, ja? Ah, Alhamdulillah, siehst du, Dickerchen. Machen wir heute richtig geilen Abend, wa, Dicker? Wir gehen ja richtig gleich mal auf Fico-Jagd, Alter. Nein, 100%, deswegen sind wir dabei. Bastard ist, Alter. Richtig. Mit dem richtig Video einen weggeballert, ja. Heute Abend, Alter. Dicker. Jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt wollen wir den erstmal mal kicken, was der macht. Nee, wo muss dieser scheiß Piratenschiff sein, Lan? Richtig, Lan, jetzt kriegt er richtig Ärger, Lan, dieser Raffzahn, Lan. Richtiger Raffzahn, Alter. Alter, kriegt er richtig 1000 Nackenschellen, ne? Da ist das Wasser da hinten, Dicker. Alter, Piratenschiff mal kicken. Hat der schöne Alter probiert, unsere Szene zu zocken, wa, Dicker? Ja, jetzt lauf mal zum Piratenschiff, Alter. Sag mal, Dicker, schön. Übersatt, Dicker. Weißt du was? Ha. Guck mal, da hinten muss es doch sein. Einen. Da geh mal hin. Auf wen? Dann werden wir jetzt einfach mal hier hinlaufen. Weißt du, der kennt bestimmt die Gegend hier. 100% bestimmt ist da hier, der lungert hier irgendwo rum, das sehe ich schon. Das rieche ich schon. Okay. Dicker. Ja. Mal gucken. Dann bin ich mal gespannt jetzt. Ja. Jetzt kriegt er. Dieser Fikret Papic, kennst du den? Der was? Fikret, diesen kleinen Fico. Der Fico, ja. Ist er mit dir? Nö, der hat sich immer nicht mehr gemeldet. Wie lange ist denn der? Nachdem er sich bei mir 40 Euro Gesundheitszeugnis geliehen hat, hab ich ihn nicht mehr gesehen. Ey, hat er schön mit dir, ja. Ja, ja. Ja, oh, das hat er in Berlin auch gemacht. Das wird ja mal schlimmer mit ihm. Beste Zeit hier beim Lutschen. Ja, ja, ja. Krass, oder? Aber schön zu hören, also. Der tut sich sein Geld zusammenblasen, sa. Dickerchen, überkrass, oder? Ey, überall hat er Schulden, oder? Krass, Alter, der Typ, der da unten arbeitet, 9 Jahre schon richtig, hier. Ja. Hat gesagt, Fico war hier, Probearbeiten 4 Stunden. Richtig. Dann wollte er hier ein Video drehen, hat sogar noch 50 Euro Schulden gemacht für Gesundheitsamt, dass er in der Küche arbeiten darf. Und seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Gar nicht mehr, überall macht er Schulden. Traurig. Richtig traurig, ja. Wieso traurig? Das ist normal. Nee, das ist einfach ein Penner. Richtiger Schwanzblasentyp. Krass. So, wir haben richtig geredet, Alter. Hier werden wir erstmal richtig Piratenszene drehen. Ja, Videoclip-mäßig. Der hat doch klar gemacht, ja. Sido, alle wir zusammen, richtig Piratenszene. Lad. Ja, er meinte ja, Fico wollte eigentlich hier drehen, aber jetzt haben wir das so klar übernommen, dass Lad. Wir das machen können. Nein, und Sido, Desio und so, alle finanzieren das jetzt. Richtig. Und wir machen jetzt richtig krass Party, richtig krassen Videodreh auf diesem Schiff. Ja, so Überbombe. Alhamdulillah. Digga. Meister! Vielen Dank nochmal, bis zum nächsten Mal, ja? Alles klar, jo, bis bald! Er war wohl nicht hier jetzt. Richtig, hat er sich selber. Aber wie gesagt, wenn man die Schulden macht, ja. Ist doch klar, dass er nicht mehr wiederkommt, wenn er überall sich Geld leiht, Alter, und erst die Story, dass er irgendwo auf dem Piratenschiff arbeitet und drehen will und so, dies, das, macht er die Story nach einem Tag, Alter, ja. Probe arbeiten, Geld leihen, abhauen, zah. Ja. Was sagst du dazu? Er soll jetzt richtig aufpassen, an seiner Stelle würde ich jetzt verschwinden, an seiner Stelle. Komplett Deutschland verlassen, Playoff-Tür angesprochen, Peace.